Freunde, was geht? Seid ihr gut drauf oder was? Das beliebteste Format auf diesem Kanal ist Back wie englische Rücken. Heute geht es wieder um drei Rapper, die ihre eigene Karriere zerstört haben. Mittlerweile sind wir schon bei Teil 6 angekommen, also schreibt gerne Vorschläge für dieses Format in die Kommentare. Aber ohne jetzt noch lange zu zögern, lasst uns direkt mit dem ersten Kandidaten anfangen. Und das ist Nate57. Betondschungel, Altbau und Blocks um dich rum, finde lieber ein Versteck, denn die Cops wollen mich schon bekommen. Wir schreiben das Jahr 2008. Die Download-Krise erreicht langsam ihren Höhepunkt, Favorite war noch normal im Kopf und Berlin war ganz klar das Nonplusultra für Gangster-Rap in Deutschland. Während durch Labels wie Agro Berlin oder Bushidos Erst guter Junge Rap-Alben wie am Fließband rauskamen, sah es im konkurrierenden Hamburg ganz anders aus. Zwar ist die Hansestadt das Zuhause vieler prägender Urgesteine, allerdings brachte Hamburg zu dieser Zeit nicht viel mehr Neues hervor als ein paar peinliche YouTuber. Ein junges Talent sollte Hamburg aber bald wieder auf die Karte bringen und das war Nate57. Durch starke neue Songs wie zum Beispiel Blaulicht wurde Nate schnell als das große neue Ding im Deutschrap gehandelt und konnte sich mit dem Mixtape Auf der Jagd auch in den Top 10 der deutschen Charts platzieren. Für das Jahr 2011 und sein damaliges Alter eine außerordentliche Platzierung. Nate galt wie gesagt als die Zukunft von Deutschrap und wurde eine sehr erfolgreiche Karriere prophezeit. Die Grundsteine waren gelegt und weitere Erfolge würden bevorstehen, solange Nate in den kommenden Jahren ordentlich Gas gibt. Doch zu dem erwarteten Hype kam es nie. Denn in den darauffolgenden 5 Jahren kamen nur 2 Alben raus und in der Zwischenzeit war von Nate nicht wirklich viel zu sehen. Trotz des verhältnismäßig geringen Outputs und unaufdringlicher Promophasen machten sich die Alben ziemlich gut, aber der erwartete Riesenhype blieb eben aus. Nate litt scheinbar an einer chronischen Nervenkrankheit, die ihn manchmal einschränkte und hatte auch ein paar private Probleme zu der Zeit. Allerdings war das laut ihm selbst nicht der Hauptgrund für die ganzen Pausen und die wiederkehrende Stille um ihn. Stattdessen war Nate einfach zu perfektionistisch. Nate hatte einen extrem hohen Anspruch an seine Musik, wodurch er zwar immer hochwertige Produkte rausbrachte, seine Fans aber immer lange warten ließ. Oft soll er Lines immer wieder umgeschrieben oder Songs neu aufgenommen haben und laut einigen ehemaligen Weggefährten hat der Konsum von Gras die Produktion noch weiter verzögert. Zudem haben er und seine Jungs auch zum Großteil alles alleine gemacht, was bei einer Albumproduktion eben sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Für Nate war Musik eben kein Geschäft, sondern Gefühle und das spiegelte sich auch in seiner Release-Dichte und Vermarktung wider. Zwischen den Releases war es immer wieder sehr still um Nate und auch die Promophasen waren nicht so ausgeklügelt, wie es damals bei Künstlern seines Kalibers üblich war. Nate wählte beispielsweise seine Singles nicht basierend darauf aus, welcher Song den größten Hype erzeugen würde, sondern vielmehr nach Message und persönlichem Wert, den sie für ihn hatten. Statt mit den Entwicklungen der Musikindustrie und aktuellen Trends mitzugehen, entschied sich Nate bewusst dafür, seinem eigenen musikalischen Kompass zu folgen. Und solche Entscheidungen wirken sich natürlich auf die Verkaufszahlen aus. Nichtsdestotrotz lief es für Nate nicht schlecht. Obwohl der erwartete Riesenhype ausblieb, machten sich Nates Alben aufgrund ihrer Qualität trotzdem gut. Doch nach dem Gauner-Album aus dem Jahr 2016 war Nate auf einmal verschwunden. Zumindest hatten viele deutsche Rap-Hörer den Eindruck. Immer wieder wird von verschiedensten Rappern in Interviews und Livestreams erwähnt, wie krass Nate früher war und dass es schade ist, dass er nicht mehr wirklich da ist. Doch eigentlich war er seit 2016 nie wirklich weg. Seit dem Gauner-Release kam stetig Output. Dass die meisten Sachen von ihm an so vielen Leuten vorbeigehen, ist schon ein Phänomen für sich, aber wie bereits erwähnt, tragen dazu verschiedenste Gründe bei. Der Eindruck eines verschwundenen und dann abgestürzten Rappers wurde dann 2022 durch einen viralen Instagram-Livestream nochmal deutlich verstärkt. In diesem Livestream wirkt Nate ziemlich verwirrt und erzählt, wie er aufgrund seiner systemkritischen Texte mit Smart Dust angegriffen wurde. Mit diesem Smart Dust könnte man seine Gefühle steuern und auf Knopfdruck ohnmächtig machen. Da viele deutsche Hörer jahrelang nichts von Nate gehört haben und dann diesen psychotischen Livestream-Ausschnitt sahen, nahmen viele an, dass ihm ein ähnliches Schicksal wie Favorite ereilt ist. Allerdings haut Nate, wie bereits gesagt, nach wie vor regelmäßig gute Musik raus. Also ganz anders als Favorite. Nicht zu rätseln, ihr wollt meine Christusbrezel vernichten und geht nicht. Aus diesen genannten Gründen ist Nate heutzutage eher ein Geheimtipp als der landesweit bekannte Rapper mit Label und krassem Standing in der Szene, wie es ihm damals prophezeit wurde. Aber ich glaube, das stört Nate auch gar nicht so wirklich und deshalb habe ich ihn bisher auch nie wirklich in dieses Format reingenommen, obwohl er schon seit Folge 1 immer wieder von euch in den Kommentaren vorgeschlagen wird. Er hat zwar bei weitem nicht den Hype und das Standing, das er hätte erreichen können, aber Nate verfolgt eben eine andere Philosophie als die meisten Rapper und demonstriert damit auch, dass er ein waschechter Künstler und kein 0815-Rapper ist.
Aber was haltet ihr von Nate? Passt er gut in dieses Format rein? Schreibt's in die Kommentare! Trotz verschenkten Potenzials kann Nate auf mehrere erfolgreiche Singles und Alben zurückblicken, was der nächste Kandidat leider nicht kann. Denn wer von euch erinnert sich noch an Mosenu? Mosenu war der Sidekick von Flair, der besonders an Flairs Album Colucci mitgewirkt hat, doch sich leider zu den maskulinen Signings einreihen sollte, die das Label verließen, um danach in der Irrelevanz zu versinken. Aber fangen wir mal von vorne an. Mosenu wurde in Berlin geboren, als seine Mutter aber eines Morgens am Bahnhof einen "Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg" Sticker gesehen hat, packte die Familie ihre Koffer und zog in die Nähe von Stuttgart. Über 50 Cent fand Mosenu mit der Zeit zum Rap und knüpfte 2016 Kontakte zum Macht-Rap-Label von Jesus. Obwohl er auf einem Sampler des Labels vertreten war, lehnte er laut laut.de einen Künstlervertrag dort ab. Allerdings konnte Mosenu kurzzeitig mit Dardan anknüpfen und war auf dessen ziemlich erfolgreichen Debütalbum drauf. Trotzdem blieb Mosenu vorerst ziemlich unbekannt, bis er Ende 2018 von Flair entdeckt und dann direkt gesigned wurde. Mosenu passte mit seinem ignoranten, trappigen Style perfekt zum Maskulin-Label und sollte vorerst die Rolle des Sidekicks neben Flair einnehmen. Und zunächst lief es auch richtig gut. Flair gab Mosenu auf seinem Colucci-Album eine sehr große Plattform, denn Mosenu durfte nicht nur 6 Feature-Parts beisteuern, sondern wertete mit seinen sehr unkonventionellen Adlibs die übrigen 11 Songs auf. Mosenus Präsenz in den Songs zeigte, wie viel Vertrauen Flair in Mosenus Potenzial hatte. Im Interview schwärmte er von Mosenus Talent und Kreativität und so taten es auch einige Maskulin-Fans. Besonders die unkonventionellen Adlibs ließen Mosenu aber herausstechen, weshalb er auch außerhalb der Maskulin-Bubble etwas bekannter wurde. Der nächste logische Schritt wäre also ein Soloalbum für Mosenus Durchbruch, doch dazu kam es nie. Stattdessen sollten Adlibs auf einem Flair-Album Mosenus Karrierepeak darstellen. Denn nur 9 Monate nach dem Signing kam es nämlich schon zur Trennung der beiden. Bekannt wurde das Ganze via Instagram, als Mosenu auf einmal seine Adlibs zu einem Preis von 1.500 € und Feature-Parts für 4.000 € verkaufen wollte. Als er kurz darauf die Preise für seine Gastbeiträge auf 30.000 € erhöht haben soll, wurde es den Fans dann zu suspekt und es wurde bekannt, dass es bei den beiden gekracht haben muss. Flair meinte, Mosenu fehle es an Arbeitsmoral, während Mosenu nur vermeldete, dass Flair zu hohe Forderungen stellte. Mosenu gab bei der Trennung leider ein schlechtes Bild ab und so verlor er durch dieses seltsame Ende bei Maskulin einen Großteil der Maskulin-Fanbase und fing quasi wieder bei Null an. Wäre alles halb so schlimm gewesen, doch noch schlimmer wurde die Situation, als Mosenu herausfand, dass er in der darauffolgenden Zeit keine Musik veröffentlichen könne. Denn Flair und Mosenu trennten sich zwar, doch der Maskulin-Vertrag war noch nicht aufgelöst. Und Flair wollte den Vertrag auch nicht ohne weiteres auflösen lassen, da Mosenu die erwarteten Leistungen nicht erbracht hat. Deshalb startete Mosenu Anfang 2020 die Free Mosenu-Kampagne, um sich mit 10.000 € Spenden aus dem Maskulin-Vertrag rauszukaufen. Da wollten sich wohl nicht genug Leute Adlibs für 2.000 € kaufen. Scheinbar gehen Ex-Maskulin-Signings und gescheiterte Spendenaktionen Hand in Hand, denn die Spendenaktion war ein kompletter Flop. Embarrassing. Die Spendenaktion kam bei seinen Supportern absolut schlecht an, weshalb diese dann auch irgendwann vom Mosenu abgebrochen wurde. Seit Ablauf des Vertrags veröffentlicht Mosenu auch stetig neue Musik, doch leider mit wenig Erfolg. 2021 kam auch ein sehr stabiles Album von ihm raus, aber leider interessiert sich einfach niemand mehr für ihn. Da konnten auch Interviews, in denen die Flair-Thematik nochmal aufgerollt wurde, nicht wirklich was dran ändern. Deshalb wird Mosenu wahrscheinlich vorerst als der Typ bekannt bleiben, der irgendwann einmal bei Flair die Adlibs gemacht hat. Der letzte Rapper des heutigen Videos schaffte es vor seinem Sturz aber ziemlich weit nach oben und das war Elias. Elias wanderte im Alter von 4 Jahren aus dem Kongo nach Deutschland ein und ergatterte sich im Alter von 17 Jahren seinen ersten Vertrag beim Out for Fame Label. Dort veröffentlichte er direkt eine EP, deren Name heutzutage zu einer Instagram-Ansage von Manuelsen führen würde. 3 Backpfeifen. Patsch, patsch, patsch. Es kam noch eine zweite EP raus, aber danach wurde es etwas ruhiger um Elias. Elias blieb verhältnismäßig unbekannt, bis er Ende 2017 auf einmal auf einem Song von Casey Rebel und Summer Jam zu hören war, der direkt auf Platz 65 einstieg. Casey und Summer gehörten damals zu den gehyptesten Rappern Deutschlands und nahmen Elias mit auf ihre Maximum-Tour, was ihm nicht nur Erfahrung, sondern auch Bekanntheit erbrachte. Über die darauffolgenden beiden Jahre wurde Elias von einigen Künstlern, aber besonders von Summer Jam gepusht. Elias war schon fast sowas wie Summers junger Schützling.
Zudem stellte Summer den Kontakt zwischen Elias und den zwei Produzenten Judy und Young Mesh her, die jeweils schon für einige große deutsche Künstler produziert hatten. Zusammen mit diesen feilte Elias über die Jahre an seinem Sound, bis Elias im Jahr 2019 seine ersten großen Solo-Erfolge feiern konnte. Der an den Hip-Hop der Nullerjahre angelehnten Sound fand in der Rap-Szene viel Anklang und wurde sogar von US-Rappern öffentlich gefeiert. Es folgten einige weitere Platzierungen in den Singlecharts, zwei Longplayer, ein Track mit Gunna und Wiz Khalifa und weitere Singles, die auf ein zweites Soloalbum vorbereiten sollten. Doch inmitten des erfolgreichen Aufstiegs ist Elias im Jahr 2021 auf einmal verschwunden. Auf einmal fehlte jegliches Lebenszeichen von ihm, sowohl in Form von Musik als auch in Form von Stories oder Posts auf Instagram. Die Stille um ihn wurde von vielen Fans zunächst als Promo-Move betrachtet, doch mittlerweile ist Elias seit 2 Jahren komplett verschwunden. Also was ist passiert? Ein Video von dem YouTuber It's Genetics gibt etwas Aufschluss über die Situation. Gerne also nach dem Video mal bei ihm vorbeischauen. Dieser bezieht sich auf einige Indizien von einem Reddit-User namens TheSecretGuy11 und das ist ziemlich interessant. Der Fall von Elias soll nämlich schon auf die Jahre 2019 und 2020 zurückgehen. Im Hintergrund soll sich Elias nämlich gegenüber seinen Förderern Summer Jam und Judy inkorrekt und arrogant verhalten haben. Summer Jam plante seinen Schützling Elias in einige Projekte ein und wollte ihn beispielsweise als einer der Leader seiner Scorpion Gang haben. Doch Elias wollte sich etwas von Summer Jam loslösen, um sich etwas komplett Eigenes aufzubauen. Summer Jam fühlte sich natürlich ausgenutzt, da er Elias über Jahre hinweg aufgebaut hatte, doch auch mit Judy und Young Mesh soll es kurz danach zum Bruch gekommen sein. Elias habe sich während der Produktion seines Soloalbums immer mehr von den beiden Producern distanziert, da er sich ein eigenes Team aufbauen wollte. Gerüchten zufolge wollte Elias Young Mesh als seinen House-Producer im Team haben, doch da dieser bei Judy unter Vertrag stand und demnach weiterhin auch für andere Künstler produzieren würde, sei Elias sauer geworden und es kam auch an dieser Front zum Streit. Durch die Schwierigkeiten lief die Promo für sein Debütalbum auch etwas suboptimal, weshalb es nur auf Platz 11 chartete. Andere ehemalige Weggefährten erzählen ähnliche Stories zum Thema Elias und einiger Illoyalitäten und Elias Verhalten soll deshalb letztendlich zu Vertragsproblemen geführt haben. Zudem soll Elias im Hintergrund auch bedroht worden sein, weshalb zwischenzeitlich auch mal alle Musikvideos von Elias kurz offline waren, aber hier wird es auch immer schwammiger mit was echt ist und was einfach nur Fake News sind. Vor wenigen Wochen soll Elias kurz eine Instagram-Story gepostet und dann wieder gelöscht haben. Und er soll auch regelmäßig YouTube-Kommentare herzen und wieder entherzen in letzter Zeit, also kommt vielleicht demnächst wieder was. Nichtsdestotrotz hat sich Elias durch seine Business-Moves einiges im Rap-Game verbaut und es ist fraglich, ob er an die damaligen Zeiten anknüpfen kann, wenn er denn bald wieder zurückkommt. Aber was ist eure Meinung? Denkt ihr, diese Insider-Infos über Elias sind real? Und wer von den dreien hat sich am meisten die Karriere verbaut? Schreibt mir eure Gedanken gerne in die Kommentare. Like und Abo nicht vergessen, meine Freunde. Bye, bye.